Hallo zum neuen Videotutorial von Archaea. Das rhythmische Gehen, was ist das eigentlich? Nun, es ist eine Lern- und Übungsmethode. Eine Methode, um tiefer in Rhythmen einzusteigen, aber auch eine Methode, um bestimmte Rhythmusmuster, Basismuster, Glockenfiguren, wichtige Grundmuster tief im Körpergedächtnis zu verankern. Wie das genau geht und was man alles mit dem rhythmischen Gehen tun kann, werde ich euch erklären, nachdem ich euch gezeigt habe, welche Basisschritte es für das rhythmische Gehen gibt. Zuerst der Basisschritt. Nun der Viererschritt. Nun der südamerikanische Schritt. Nun der südamerikanische Schritt ein bisschen eleganter. Nun der Schritt für drei Schwerpunkte. So, nachdem wir nun die Basisschritte kennen, können wir einen Schritt weitergehen. Während die Beine auf die eine oder andere Art die Schwerpunkte, die Beats markieren, haben wir die Ebene der Hände frei für die Pulsation. Hier können wir nun einen Rhythmus spielen. Mit einer Glocke, mit Stöcken oder was uns gefällt. Aber für den Anfang ist das manchmal gar nicht so einfach. Daher wollen wir mit kurzen, relativ einfachen Rhythmusmustern beginnen. Rhythmusmuster, die wir auch immer und immer wieder brauchen und die wir deshalb über diese Methode auch tief im Körper verankern können. Das sind Dinge wie den Beat mitspielen, Double Time spielen, Offbeats spielen und so weiter. Wem das noch schwer fällt, der kann einen kleinen Trick anwenden. Während die Füße in einem relativ langsamen Tempo die Beats markieren, sprechen wir mit unserer Stimme vier Silben. Ta, ka, di, mi. Für eine Viererpulsation. Wir könnten auch zählen, aber die Silben sind etwas exakter. Und vielleicht auch nicht ganz so technisch. Für eine Dreierpulsation benutzen wir Gamala. Das zeige ich euch jetzt. Takadimi, 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 ta. Gamala, 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 ga.
Takadimi, 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 takarimi, 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 takarimi. So können wir uns diese und viele andere Basismuster einprägen. Aber bisher hatten wir ja nur Muster, Rhythmus-Pattern, die sich nach einem Beat schon wieder wiederholen. Daher gehen wir einen Schritt weiter und verlängern den Zyklus und ich zeige euch Beispiele, die über zwei Beats, über zwei Schwerpunkte gehen. Erst einmal zwei Schwerpunkte. 1, 2. Nun 4 Schwerpunkte. 1, 2, 3, 4. Nun haben wir die prinzipiellen Möglichkeiten des rhythmischen Gehens kennengelernt. Natürlich geht es auch immer noch ein bisschen komplexer. Wir können zum Beispiel mit der Stimme, statt die Pulsation zu sprechen, einen eigenen Rhythmus sprechen oder singen. Das ist ja sehr klassisch. Denn diese Bewegung, dieses rhythmische Gehen, ist ja nichts anderes als eine Vorstufe zum Tanzen. Und wir könnten auch die Schwerpunkte, die Füße hörbarer machen. Zum Beispiel auf einem harten Untergrund. Oder auch, indem wir uns Schellen an die Füße machen. Ja, und diese Methode ist auch wunderbar, wenn man mit einer Gruppe arbeitet, sie in den gleichen Takt bringen will und in ihren Körper. Und wenn ich euch nun diese etwas komplexeren Sachen gezeigt habe, ist dieses Videotutorial von Archaia auch am Ende angelangt. Ich hoffe, es hat euch nicht nur gefallen, sondern auch geholfen und wir sehen uns bald wieder. Dak, du dak, du du dak, du dak, du du dak, du dak, du du dak, du dak. Do do dak, do dak, do do dak, do dak, do do boom, kiki tata, 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 ranka, 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 und.